Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Red Dead Online Video von mir. Ja liebe Leute, es ist wieder Dienstag und es heißt wieder Eventwoche und diesmal hat sich Rockstar wirklich selbst übertroffen mit super kreativen Neuerungen wie zum Beispiel nichts, alles ist gleich, tschüss. Ja gut, eine kleine Neuerung gibt es schon, nämlich ist jetzt statt Strawberry Fort Mercer in Cold Arms verfügbar, also wieder nur eine Map, das wurde ja schon vorher gesagt, aber abgesehen davon gibt es absolut nichts Neues. Wenn ich weiß, was es momentan für Rabatte und Aktionen gibt, der kann gerne mal das Video oben abchecken, das ist das erste Video, in dem ich im Detail auf die wichtigsten Sachen eingehe bezüglich der Eventwoche. Wer darauf aber keinen Bock hat, der kann auch einfach dieses Video hier anklicken, dort gibt es nämlich eine schnelle Übersicht über alle Boni und Rabatte, wer also weniger Zeit hat, der kann gerne nur das Video abchecken. Ja Leute, es tut mir leid, ich würde euch gerne erfreulichere Nachrichten bringen, vor allem mit liebliches Eventwoche-Videos zu schneiden, aber momentan ist Rockstar einfach zu unserer Enttäuschung etwas faul, dementsprechend ist es schwer Content zu bringen, wenn nun mal nichts kommt. Aber beiseite mit diesem Thema, es gibt ja Gerüchte darüber, dass am 23. quasi wenn der Halloween-Pass ausläuft, ein Update kommen könnte, was uns quasi wieder Content gibt, das würde auch diese Woche jetzt ein wenig entschuldigen, also würde ich sagen, wir warten einfach mal bis nächste Woche, mehr können wir ja auch nicht tun. Kurzes und knappes Video, weil es auch einfach nicht viel zu erzählen gibt, leider, aber danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Wenn nicht, dann nicht. Ich sage ciao, arrivederci, amen akoim und bis zum nächsten Mal.